Jo, ich bin's wieder mit noch einem weiteren Tool, was aufgezählt hat, eben AMD Overdrive. Wie gesagt, hauseigenes Übertaktungstool von AMD. Ganz wichtig auch hier, Garantie geht flöten, auch wenn ihr dieses Ding verwendet. Und es passiert natürlich alles auf eigene Gefahr, wenn ihr übertaktet. Und ja, erstmal hier, Systeminformationen einfach, da könnt ihr euch jetzt angucken, Prozessor, Cache, Schreibertransport, Speicher. Das ist einfach ansehen, gibt es hier detailliert. Da könnt ihr hier was auswählen, zum Beispiel das BIOS. Das zeigt euch hier an. Default System BIOS American Megatrends Version 18.1, ja und so weiter. Dann geht auch mit der CPU. Das zeigt euch hier auch alles an. Und hier Diagramm seht ihr, wie was verknüpft ist. Hier ist zum Beispiel an meinem SATA-Controller hängt eine Festplatte und ein CD-Laufwerk. Und hier, das ist natürlich keine Festplatte, das ist der USB-Stick, der noch drin steckt. Der steckt an einem USB, der von Chipset ausgeht. Und hier noch ein weiterer an einem PC Express Slot ist natürlich die Grafikkarte angeschlossen. Der wiederum ist über den HT-Link mit der CPU verbunden. Die wiederum ist mit dem DDR3 verbunden. Nettes Diagramm, kann man sich mal angucken. Dann hier zum Status Monitor. Da zeigt euch die Frequenz an, Multiplier, Voltanzahl. Es ist cool und quiet aktiviert, deshalb hat er hier nur 800 MHz. Und er hat gedümpelt gerade hier so bei 21 Grad rum, wie ihr seht. Und ja, GPU-Status. Das ist meine Radeon HD 6850, auch von MSI. Darüber gibt es natürlich auch einen Test. Würde mich freuen, wenn ihr auch in diesen reinschaut, hier so mal nebenbei erwähnt. Und die taktet sich, wie ihr sehen könnt, auch sehr schön runter. 100 MHz GPU und 150 Speicher, 0,9 Volt und 32 Grad. Und der Cyclone-Kühler arbeitet da wirklich sehr gut, ist sehr schön leise und kühlt auch wahnsinnig gut. Werdet natürlich in meinem Test noch messen, hier beim Mainboard. Da spinnen die Sensoren aus was unbekannten Gründen auch immer. Hier Referenztakt, PC Express Takt, Southbridge Geschwindigkeit und Speicherfrequenz. Und ja, und jetzt zum interessanten Teil der Performance Steuerung. Ja, hier sind wir. Taktraten und Spannungen. Da können wir zum Beispiel Taktraten und Spannungen anpassen mit CPU und RAM. Oder auch den HT-Multiplizierer oder Northbridge-Takt können wir alles anpassen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass bei neuen Overdrive ist auch bei Black Edition die CPU gesperrt. Ich kann maximal den Multiplikator einstellen, der im BIOS eingestellt ist. Das seht ihr hier sehr schön. 15.5 im BIOS, 15.5 auch hier. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, sie verbessern den Fehler wieder, weil das ist nicht so toll. In den älteren Versionen konnte man da im Windows halt dann den Multiplikator rumstellen. Hier beim Speicher kann man ja auch allerhand Timings einstellen, wie ihr hier sehen könnt. Kann man sich auch wieder einen Mittag lang mit beschäftigen, was denn was auswirkt und wie und was. Und die Verrohrzünder muss neu gestartet werden, wenn ihr das einstellt. Dann Ventilatorsteuerung. Ja, gut. Gibt es jetzt nichts groß zu steuern, da wie gesagt alle an meiner Sigmatic Vanteon-Lüftersteuerung dranhängen, außer der CPU. Den könnte ich sicher steuern, aber ich lasse den das jetzt hier mal automatisch machen. Dann AMD's Mode Profile. Könnt ihr auch wieder Overclock-Profile sichern. Ja, gibt es noch Benchmark, einen Stabilitätstest gibt es. Und natürlich auch im MSI AMD Overdrive gibt es eine automatische Übertaktungsfunktion. Könnt ihr auch mal ausprobieren, da taktet euch halt selber hoch. Und bei den Einstellungen findet ihr noch für Anfängermodus und erweiterter Modus. Ich verwende den erweiterten Modus, da ist mehr freigeschaltet. Ja, das wäre es eigentlich zu diesem Dienstprogramm. Ich melde mich später nochmal im Video mit dem Kerne freischalten im Windows selber. Und ja, das wäre es von mir.